So, Wasser. So viel zum Thema Budget. Dann holen wir uns nach und nach die Bürger dazu und steigen auch unsere Steuereinnahmen. Ich ziehe die einfach jetzt mal da drunter. Da machen wir auch Gewerbe raus. Zack. So, jetzt kommen die Einwohner wenigstens auch dazu. Ich habe immer noch keine Schule. Juck. Muss man gerade eben was gucken. Nicht wundern. Bis. Ah, das geht nicht. Moin Tobias, sehe ich gerade, dass du im Chat bist. Ich war gerade eben was am gucken. Grüß dich. Wo war ich denn? Genau. Am Ausbauen. Da hinten sehe ich gerade, jetzt sterben mir die Leute schon wieder. Ich habe noch nicht mal genug Einwände. Die sterben jetzt alle schon. Seid ihr bekloppt? Muss ich auch glatt hier noch ein Dings hinbauen. Kein Geld. 8000. Ich brauche Geld, ich will keinen Kredit. So ein Mist. Naja, kriegen wir schon hin. Der Rubel rollt. 2,2 nehmen wir ein. So langsam wird es ja was. Ich will keinen Kredit. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Wo sind wir? Was haben wir denn hier? Heizung. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja das Neue jetzt. Heizung. Bis Musik weg. Gebäude können zum Heizen entweder Strom benutzen oder spezielle Heizungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Heizungsdienstleistungen sind effizienter als reiner Strom. Heizungsrohre leiten Wärme und Wasser zu Wohnhäusern weiter. Ja, das ist klar. Und wer soll das bauen? Von welchem Geld? Seid ihr bescheuert? Wo sind die denn? Bei Strom? Nee, bei Wasser. Bei Wasser war das hier, das ist Heizung, ne? Das heißt, wir können hier die kombinierten Wasser- und Heizungsrohre legen. Zusätzlich Wasser, Wärme, weiter, bla bla bla, alles klar. Das muss aber auch irgendwo erzeugt werden, nämlich hier in einer Kesselstation. Versorgen Sie die Bürger mit die, was? Versorgen Sie Ihre Bürger mit dieser guten alten Kesselstation mit Wärme. Sorgen Sie dafür, dass die Gebäude mit verbesserten Wasserrohren verbunden sind, um die Wärme an die Gebäude zu verteilen. Die Kesselstation verbrennt zur Wärmeerzeugung Öl. Okay. Braucht 320 Kilowatt Strom? Naja. Geothermie-Heizkraftwerk. 55.000. Wie bitte? Seid ihr wahnsinnig? 60.000.
100 pro Zelle. Ja. Dann werden wir uns erstmal ein wenig auf Strom konzentrieren. Ach du Kacke. Ich brauche Geld. Leck mich in die Füße. Naja. Wir werden es schon irgendwie überleben. So, was wollte ich bauen? 8000, hier so ein Friedhof, ne? Komm schon. Der kostet auch wieder 160 in der Woche, so ein Mist. Also ich muss schon sagen, jetzt mit diesen ergänzten Geschichten von wegen Heizung und erhöhten Strombedarf, kommt man mit dem Budget dann doch ein bisschen mehr ins Schwimmen, als das vorher so war. Naja. Jetzt darf ich? Gut. Wo bauen wir den denn mal hin? Da ist unsere Autobahn, da sind sie fröhlich vor sich hingestorben. Einfach mal hier oben Arsch lecken. Fertig. So, deckt ja alles mit ab. Das hier oben wird jetzt auch noch Wohn- und Gewerbegebiet, sage ich schon. Hier Dings sag schnell Dienstleister. Aber im Moment brauchen wir erst noch Wohnraum. Das heißt, sobald ich wieder Kohle habe, mache ich hier eben kurz die beiden Straßen fertig und dann gibt es da mehr Platz zum Wohnen. Und wenn wir dann 5,5 haben, können wir den ganzen Scheiß aufwerten. Na, das dauert noch. So, hatten gerade geguckt, Wasser reicht noch so gerade eben. Strom. Ja. Das geht. Geld ist da. Straße bauen. Zack. Ja, die da oben sind erstmal maulig, weil so. Alter, wieder keine Kohle. Kriegst du noch nicht mal zwei so Kackstraßen hier hin. 1160, naja. Dann hauen wir da erstmal noch ein paar. Ja, Wohnungen rein. Wasser haben sie ja zum Glück. So. Warten auf die Kohle. So, wir haben jetzt zuletzt den Fried ist ja auch eingeschneit, ja klar, logisch. Da wird aber nicht Schnee geräumt. Friedhof gebaut. Jetzt müssten wir eigentlich mal sehen, dass wir auch noch die Schule hinkriegen. Das Problem ist, da müssen wir wie viel für haben? 10 Scheine. Wie sieht es denn aus? Vielleicht doch ein Kredit? Falsch. Da. Darlehen. So. 5% Zinsen. 400 wöchentliche Kosten. Dann könnten wir auf jeden Fall sofort die Schule bauen, aber das ist mir jetzt nicht. Nee. Ich will mir den Kredit nicht aufhalsen. Da warte ich lieber noch ein bisschen mit. Was ist denn da hinten rot am Leuchten? Firehouse. Achso, ich wollte sagen, ist ja der Puff. Oh. Fault Tech. Steht da übrigens drauf, in der Eiswürfelfabrik. Ja, wer kennt es? Tausche das F gegen ein V. Nachts sieht es auch ganz gut aus. Plasti was? Plasti Mold? Wie heißt das auf Deutsch? Bekleidungs GmbH. Naja. Hätte man sich vielleicht ein bisschen dran halten können. Ich weiß nicht, ob die englischen Bezeichnungen dementsprechend sind. Es hat da irgendwie so eine Plastikfabrik ist. Keine Ahnung. So, wie sieht's aus? Wir haben 5,5 Schule. Ist jetzt mal wichtig. Damit wir dementsprechend die besser zahlende Kundschaft, sage ich schon, Einwohner haben. Steuertechnisch. 2,1 nehmen wir ein, das ist gut. Ich kann hier hinten noch ein bisschen das Gewerbe ausbauen.
Gewerbe. Industrie. Da ist noch Platz und da ist noch Platz. Wasser haben sie, Strom sowieso. Perfekt. Schnee ist nichts drin und die Mülldeponie ist schon zu 20% voll. Da werden wir demnächst noch eine zweite bauen müssen. Oh oh. Ich habe keinen Park, kein gar nichts. Wo bauen wir denn die Schule hin? Hier oben neben dem Friedhof, denke ich mal. Je nachdem, wie der Einflussbereich ist. Ja, da brennt es. Wo ist die Feuerwehr? Da kommen sie an. Und schmeißen die jetzt mit Eiswürfel oder was machen sie? Erstmal alles schön einnebeln. Gut. 8,5. Wir haben es ja bald. Wir haben es ja bald. Können wir die Zeit ein bisschen hochdrehen. Die Geschwindigkeit meine ich. Hier können wir auch die Schule hinsetzen. Mal gucken. Ja, 9,6. 9,8. 10. Dankeschön. So, Schule, ich komme. Da ist sie. Le Schule de Grund. Also, die hatten ein Einzugsgebiet, der geht nicht bis ganz hinten. Das heißt, wir müssen die hier vorne irgendwo platzieren. Ach, lassen wir mal ein bisschen Gewerbe dafür weichen. Eureka, alle erwischt. Das ist perfekt. Jetzt schauen wir mal, dass wir straßenbahntechnisch was bauen. Die kostet 40.000. Nein. Und jetzt schneit wieder wie bekloppt. Immer wieder in der Geschwindigkeit runter, sonst bricht mein System hier noch zusammen. Oh, das ist eine ganz schön dicke Luft hier. Wir brauchen Wohn- und Gewerbegebiete. Ja. Dann ziehen wir hier jetzt gleich noch die Straße durch. Ja, wir haben ja schon wieder 8,8. Wieso haben wir so viel Geld auf einmal? Straße. So, dann nehmen wir hier das Wohngebiet. Und ein Gewerbegebiet. Da machen wir noch ein bisschen Infrastruktur hin. Ich weiß zwar noch nicht was, aber das kriegen wir auch noch raus. Was ist mit Feuerwehr? Ja gut, da wird es hinten schon knapp. Und Polizei ist gut abgedeckt. Da steht eine Feuerwehr, hier steht die andere. Wir können hier noch so ein Ghostbuster-Ding hinbauen. Jetzt sind wir die mal hier auf der Ecke. Yep. So, und als nächstes müssen wir uns mal um Parks kümmern. Das wird auch noch spannend. Obwohl, eine Kohle haben wir jetzt auf der Tasche. Jetzt kommt er gut rein. Was haben wir denn hier? Die sind zu teuer. Park mit Bäumen. Hier ist ein schöner Schneepark. Schneemannpark. Nice. Ist der denn... Oh, geht. Gar nicht mal so groß. Da müssen jetzt leider auch wieder ein paar Wohnhäuser für weichen. Ich könnte auch... nee, das geht nicht. Nur eben schnell die Wassergeschichte anschließen. So. Dann war es das mit dem Geld. Schneemannpark. Immerhin mal was Neues. Wo ist er denn? Da. Das ist ja ein Traum. 1, 2, 3, 4 Schneemänner. Besser wie nix. So.
Ja, müssen wir mal schauen, ob wir hier hinten irgendwo dann nachher die Straßenbahngeschichte hinbauen. Das ist ja hier Gewerbe, ne? Ja. Okay, die werden jetzt auch aufgewertet. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen da auch mehr Steuern rein. Straßenverkehrstechnisch geht das ja noch ganz gut. Wo haben wir denn hier die Übersicht? Da. Ja gut, Knotenpunkt ist klar. Da in der Mitte, wie gesagt, Straßenbahn. Da hinten, warum ist kein Wasser? Ist. Ah, weil die Kapazität am Ende ist, am Limit. Budget. Gehen wir einfach wieder auf 100%. Zack. Zack. Und wie sieht's mit Müll aus? 25% Auslastung, das ist okay. Deponie-Speicher-Kapazität, ja. Können wir eigentlich wohl so lassen, denke ich mal. Null im Schneedepot, das ist auch super. Hätte viel schon wieder Wasser. Ich habe doch jetzt gerade die Kohle hochgedreht. Oder fehlt da die, die Wasserleitung? Moment. Kann natürlich sein, ne? Ein wenig. Entschuldigung. Jetzt nicht mehr maulig. Ja. So gefällt mir das. Hier waren die Schneeräumfahrzeuge noch nicht. Da hinten ist gerade einer am Fahren. Ach, guck mal, die streuen auch, oder? Nö, ist nur eine Schneewolke. Jetzt fehlt da Strom. Warum? Weil wir nicht genug Strom haben. Ach du Kacke. Powern wir da mal ein bisschen mehr Geld rein. 111% hört sich doch toll an, ne? 113 auf 120, wir produzieren aber nicht genug. Kraftwerk? Mist. Alter, muss ich noch ein Kraftwerk bauen? Es fehlt ein wenig Geld. So, wo sind meine Windfuzzis? Da hinten? Ich sehe nichts, sehe nicht Sturm. Klack. Reicht so gerade eben. So, da läuft die Karre. Nun gut. Also muss man schon ein bisschen eher Feintuning betreiben. Das ist gut zu wissen. Wir brauchen noch Wohn- und Geschäftsviertel. Eigentlich brauchen wir die immer, ne? Friedhof. Zwei verstorben. Ja, das reicht ja lang. Dann wieder ein Burgerbratbude. Und ein Eisdiele, das ist klar, ja. Wie sieht es denn platztechnisch aus? Wir können hier noch ein bisschen ausbauen, das ist okay. Dann kann ich auch die Straße nach hier anbinden, vernünftig. Dann fährt das hier so ein bisschen im Kreis, das kann man machen. Dann müsste ich das Zwischenstück wegnehmen, die da drauf lassen und die nach hier durch verbinden. Das können wir auch schon mal in Angriff nehmen, indem wir jetzt hier eine, was ist denn das, eine vierspurige nehmen. Dann passiert jetzt Folgendes. Klack. Das fliegt raus. Und die kommt hier hin. Kann ich die? Warum?
Ist alles von Kreuz nach quer. Egal. So, damit haben wir hier auf jeden Fall den Kreuzungsbereich raus. Was ja eh nur zu Staus führt. Warum jetzt die LKW hier rumfahren, das weiß ich nicht. Gute Frage, nächste Frage. Ist das Zulieferer für Gewerbe? Ja klar, logisch. Gewerbe können wir hier auch noch ansiedeln. Jo. Das Wohngebiet da vorne ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, aber naja. Wasser kriegen sie mit, das ist schön. Perfekt. Befürchte, ja, Strom geht noch. Ich könnte natürlich die Dings machen hier. Stromverbrauch. 5 Cent pro Gebäude, das ist kackenteuer. Fünf können wir die Besteuerung hier über das Budget einstellen. Sieben zu 5. Wo kann ich denn noch Geld einnehmen? Ich könnte theoretisch natürlich Busse einsetzen. Ich würde aber gerne die Straßenbahn haben. Menno. Straßenbahn. So, was kostet das Depot? 40.000. Und der Bus? 30.000. Also hat sich das eh erledigt. Ich muss theoretisch sowieso sparen. Straßenbahn haben wir schon gebaut. Wir müssen nur noch das Depot irgendwo hinklatschen. Das kann man dann hier irgendwo dran ziehen. Hier so. Um dann die Straßenbahn einzusetzen. Was kosten denn die Haltestellen? Gar nichts. Busbahnhof, okay. Ach, das ist ein Busdepot, ich bin auch blöd. Kostet nichts. Klingen Sie passieren in der Haltestelle, bla bla bla, Startpunkt, das ist mal. Ist also identisch mit Buslinie oder sonstiges, einfach nur über die Straßen klicken und dann hat sich das. Das kriegen wir hin, wenn wir dann mal Geld haben. Gewerbe brauchen wir nicht mehr im Moment, wir brauchen noch Industrie und Wohngebiet. Das heißt, wir ziehen hier einfach mal eine kleine Straße hoch. So, optimal ausnutzen. Zack. Agua. So, und dann können wir auf beiden Seiten Gewerbe legen. Industrie. Mein Gott. Immer wieder vertue ich mich damit. Gewerbeindustriegebiet. Was? So. Das sind ja auch dann später dann die Bürogebäude. Das heißt, wir werden das alles irgendwann mal wieder austauschen, hoffe ich. Kriegen wir schon hin. Da fackelt wieder was. Schmilzt der Schnee? Nee, ne? Hütte ist voll unter Feuer und der Schnee obendrauf ist dicker denn je. Das ist natürlich traumhaft. Wir haben ganze 11.000 auf dem Konto. Das ist nicht viel. Langsam wird die Bevölkerung mehr. Das macht nichts, wenn die nicht zu schnell wächst. Machen wir hier ein bisschen Vollgas.
Na, jetzt komm schon. So, mein Gott. Schwere Geburt. Bing, da wird aufgewertet. Das ist schön. Warum auch immer. Verbesserung gegangen, sehr schön. Strom ist knapp. Mist. Ja, Schule ist natürlich, ist wie dich. 190 sind doch genug da. Genug Plätze, meine ich. Das ist ja ein Gipfel an der Residenz. Die sind schon aufgewertet. Stufe 3 kriegt er jetzt bald und der ist auch schon weiter in Stufe 3. Das finde ich gut. Ja, so langsam geht's was. Wie gesagt, jetzt mit der Erweiterung ist es nicht ganz so einfach anscheinend. War ja damals SimCity auch nicht. SimCity? Ja genau, SimCity hieß es. Ja, und da kommt das Problem des Stroms. Fuck. Ich muss mir noch ein Kraftwerk bauen. Nützt ja nix. Bin schon auf 110-111% Budget. Das ist, Oh oh. Zack, das reicht. So, dann drehen wir das Budget aber ein bisschen runter. Ströb. So, machen wir mal glatte 100%. Fertig. Müll ist weit unten, ist es okay. Was braucht dann noch viel Geld? Feuerwehr? Müssen wir oben lassen. Da ist es besser. Da waren sie wieder hinfort, unsere Geldreserven. Das ist doof. Wie kriegen wir Geld? Wohngebiete können wir noch bauen. Müssen wir noch bauen. Dann machen wir das auch erstmal noch. Zack, bis da geht's noch. Wasserleitung. Perfekt, das reicht. Dann haben wir hier unten alles dicht. Ja, liegt ungünstig. Müssen wir diese Kachel theoretisch dazu kaufen. Da brauche ich aber 3 Scheine für, glaube ich. Sind das 3000? Ich guck mal eben. 2,7. Naja. Ist die Frage, oder? Wir gehen nach hier hin, aber das ist wieder so weit. Dann können wir dich besser sogar nach unten bauen. Da läuft die Eisenbahn dran vorbei. Na, schauen wir mal. Kriegen wir schon hin irgendwann. Ich denke mal, hier werden wir noch ein paar Abende dran sitzen. Apropos Abende, ja, wir sind bei knapp 1,5 Stunden. Also ein halbes Stündchen werde ich wohl noch machen. Dann müsste es irgendwie so um die 10 Uhr rum sein. Soll ja auch für den Donnerstag erstmal reichen. Zumindest sieht man schon so ein bisschen, was dieses Update gebracht hat. Es ist nicht mehr ganz so leicht. Einfach hinklatschen und läuft schon. Aufgrund der Tatsache, dass so viel Energie verbraucht wird. Jetzt kann ich natürlich noch nicht die Heizung einbauen, die mir dann den Strombedarf runterziehen würden. Da hinten fehlt Wasser. Warum? Ah,